Das sind 10. Hallo Sonja, einen wunderschönen guten Abend. Baue eine Brücke. Verbessere den Smart-Turm. Ja, guck mal, er kann jetzt wieder hier schuften, weil ja die Dinger wieder da sind. Die Holzteile. Er braucht zwar ziemlich lange dafür, aber... Ich will jetzt hier das letzte Teil haben. Er braucht nur ein Metallrohr, oder was? Warte mal. Dann tun wir da ein Metallrohr rein. Ach, er braucht 2. Natürlich braucht er 2. Ich dachte, da liegt jetzt schon eins drin. Also ich glaube, morgen müssen wir angeln gehen. Und zwar Schrottangeln. So. Dann verleiben wir uns mal noch ein bisschen Biomasse ein, damit wir hier gleich wieder unseren Generator ein bisschen füttern können. Also ich finde, dass da ganz schön viele Ressourcen gebraucht werden. Steht da 50%. Okay. Komm schon, 1 Minute 41. Elektronikmodus öffnen. Er braucht auch Stoffpolster. Ich habe gestern den Stream vergessen. Das ist nicht schlimm, liebe Sonja. Wenn du dich trotzdem immer noch wieder an mich erinnerst, ist das alles gut. Nur nicht ganz vergessen. Nicht wahr, nicht wahr? Hümchen. Was war das nochmal? Das war die alte Werkbank. Siehst du, da habe ich gar nicht geguckt, ob wir die jetzt hier doch irgendwie noch kaputt machen können. Weiß jemand, ob ich die alte Werkbank kaputt machen kann? Frag für einen Freund. So, gib her das Teil hier. So. Jetzt die Ölkanne und die 2 Chips. So. Ich muss mal gucken. Warte mal. Mein Controller. Was? Nein. Kann der Biomasse essen? Nee, ne? Er kann auch Biomasse essen. Das ist ja gut zu wissen. Okay, okay, warte, warte. Damit zu... okay. Ach nee, wir brauchen ja erst noch den einen hier, ne? Mach auf. Also okay, 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 okay. Teilweise Controllerunterstützung nützt mir nichts. Nützt mir nichts. So. 12. Konstruktion verbessern. Ja. Okay, 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 okay. Verbesserungsmodule. Wir machen's. Wir gehen jetzt auf Expedition.
So, oha. Oha. Tante Agathas Megamarkt, da will ich als erstes hin. Hallo, hast du geöffnet? Willkommen in Tante Agathas Megamarkt. Hier findest du alles, was ein erfahrener Gärtner so braucht. Zum Beispiel Naturprodukte ohne chemische Zusätze. Such dir was aus, was dir gefällt, mein Lieber. Ich sorge schon dafür, dass du gut genährt bist und dein Garten ertragreich ist. Und ich werde auch aufpassen, dass du nichts klaust, Kumpel. Sollte ich auch nur das Gefühl haben, dass du ohne zu zahlen verschwinden willst, bist du dran. Also, wie kann Tante Agatha dir helfen, Sonnenschein? Tante Agatha, ich bin's. Bitte nicht schießen. Bist du hier, um deine alte Tante zu besuchen? Wie süß. Ich hoffe, du hast Hunger. Tante Agatha teilt immer gerne ihre besten Waren mit ihrem Lieblingskunden. Oh ja, ich erinnere mich an jeden Einzelnen. Die Datenbank mit meinen Käufern ist riesig. Und der Düngesack auch, in dem ich alle Diebe und Vertriebene packe, die in meinem Laden kommen. Also, wie kann ich dir helfen, mein Glücklichen, mein Gürkchen? Wie heißt du? Ach komm schon, tu nicht so, als würdest du lieber mit einer alten Dame plaudern, als ihre Waren zu durchstöbern. Du bist doch keiner von diesen Verbrechern von der Finanzbehörde, oder? Wenn doch, würde ich dich tief im Lagerraum neben dem abgelaufenen Maisdosen verbuddeln. Aber egal, hier nennt mich jeder Tante Agatha. Ich bin die ewige Geschäftsführerin und das Maskottchen einer Megamarktkette desselben Namens. Wenn etwas in der Erde sprießt, kannst du es von mir kaufen. Ich verkaufe dir sogar die Erde dazu. Und die findet man gar nicht so einfach, mein Freundchen. Woher bekommst du die Produkte? Warum fragst du? Wer hat dich geschickt, du Ratte? Wer ist dieser hirnverbrannte Fernseher, Stan? Sag schon, Sonnenschein, ich warte nicht ewig. Du bist nur neugierig? Warum sagst du das nicht gleich, Dummerchen? Du hast dieser alten Dame einen Schreck eingejagt. Alles, was ich verkaufe, wurde liebevoll von den Bauern unseres Heimatlandes Kosmopolis angebaut und handverlesen. Ich habe handverlesen gesagt. Ach, das hast du dir nur eingebildet, mein Lieber. Okay, wir handeln. Da, das hier brauchen wir. Und wir brauchen 200 Tacken, die wir nicht haben. Programmierbarer Kern. Wir brauchen Geld, wir müssen nach Hause. Mandelsamen? Baumsamen der Mandel, die das erste Mal vor 1000 Jahren auf unserem Planeten auftauchte. Eigentlich gar keine Nuss, sondern Steinobst. Nein, wir kaufen jetzt nichts, wir fahren nach Hause. Wir brauchen Geld. Wir müssen den Dings anstellen, den Koinomaten. Wir brauchen mindestens 600. Aber keine Bierkaltschale. Nein. Okay. Wir müssen unseren Coin-Dingsbums wieder anmachen. Das ist wichtig. Wir brauchen Kohle. Weil ohne Moos ist auch hier wieder nichts los. 300 für das Stahlblatt und für dieses komische Modul nochmal 200. Ist das hier das Coin-New-Dingsbums? Warte mal, dann machen wir das hier. Verbindung unterbrechen. So, dann gehen wir hier ran. Elektrikmodus. Verbindung und dann hier ran. Zack. Und dann müssen wir hier aber auch noch ein bisschen Dings nachfüllen hier. Haben wir gerade nicht. Warte. Wir zupfeln uns mal ganz kurz hier was raus. Zack. Wusste nicht, dass ich das auch essen kann. Das ist gut zu wissen. Bestimmt auf Sicht auch Bauchschmerzen, aber erstmal schmeißen wir es dort rein, nicht wahr? Also es ist wirklich immer
Gut zu wissen, dass man hier mit dem Grünzeug nichts Falsches machen kann. Guck mal hier. Kohlensägen. Damit hier unser Graf Koks von der Gasanstalt genug zu tun hat. Sag mal, hast du da gerade... Warte mal, hab ich noch Dings? Habe ich nicht mit. Oh, doch, habe ich auf 8, Mensch. Hat er sich da draufgesetzt, oder was? Guck an hier. Beringer! Vielen Dank für dein Sub im 14. Monat. Dankeschön. 14 Monate, oha. Das ist auch schon echt eine lange Zeit. Vielen, vielen, vielen Dank. Ach ja, da waren die leeren Flaschen. Da war ja was. Warte mal, den nehmen wir auch mit. Ach, Flüssigkeit. Ich muss überall Flüssigkeit hinzufügen. Oh. So ein Busch kann man sich nicht entgehen lassen. Ich esse jetzt hier ein bisschen Grünzeug. Ich glaube, das ist okay, oder? Ich glaube, das ist okay. Damit können wir leben. Wir brauchen Coins und in der Zwischenzeit räumen wir auf. ...600 haben wir. Wie viel brauchten wir? 500, ne? Zack. Wir können jetzt noch einen zweiten daran machen. Ach, guck. Verbindung unterbrechen. Ach, der nimmt das so. Ah, okay. Das müsste doch jetzt reichen, oder? Gut, ich kann mir nicht alles leisten, was dort ist, aber zumindest ein Teil. Das da rein, das da rein. Und hier beim Kochen. Pilze. Zack, zack, zack. Das ist die Ekelkiste. Müssen wir mal gucken, was wir aus dem ganzen Zeug machen, ne? Wegen mir kann es liegen bleiben. Schaffen wir das noch mal loszudüsen? Ja, ne? Schaffen wir noch mal zu Tante Agatha? Ich bestimmt, oder? Ich weiß, es wird düster, Kiss, aber wir müssen es noch mal machen. Zack. Lose geht's. Und dann haben wir die Stahlsäge. Ja. Und dann können wir da hoffentlich... So, wir brauchen hier das Stahlsägeblatt kaufen und ein Speichermodul kaufen. Den Rest erstmal nicht. So. Und jetzt können wir hier richtig schön... Tabula rasa machen. So, die Sachen habe ich im Inventar, da brauchen wir nicht auf die Droni warten. Und dann gucken wir mal, was das neue, was die neue Säge, was das kostet. Kostet bestimmt wieder mehr, als ich habe. Ja. Nägel 3, Rohre 5. Die Eisensäge haben wir sowieso. Nägel 3. Ja, werden wir nicht haben, ne? War klar. Ach. Greiz ist das, Greiz. Nägel.
Machen wir natürlich aus Schrott. Was haben wir nicht? Schrott. Morgen werden wir angeln gehen. Morgen werden wir angeln gehen. War das Schrott, was ich da angeln konnte? Biogenerator, mechanische Presse. Sprinkler. Den wollten wir auch schon längst gemacht haben, ne? Sonja, mach's gut. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und süße Träume. Hier stell. Bitte. Ja. Was ist denn das für ein Teil? Ich weiß es gar nicht. Er räumt auf jeden Fall auf und das finde ich auch ganz gut so. Das passt schon so. Salat, Blaubeerchen. Entschuldigung, dass ich dir im Weg stand. Ja, wir haben einen Schrott. Wir müssen unbedingt angeln gehen. Die Frage ist, denn in der Nacht ist das wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Das Sägeblatt bleibt drinne, das Speichermodul bleibt drinne. Du gehst auf die 2. Du gehst auf die 2. Zack, voll. Also ein bisschen Angst habe ich, ne? Und wir quatschen nochmal mit unserer Jukebox. Ich bin vom Wasserschleppen ganz verschwitzt. Schatz, es schmerzt mich zuzusehen, wie du dir beim Schleppen dieser Eimer den Rücken ruinierst. Warum plagst du dich so? Sogar ich weiß, dass du das Gießen automatisieren kannst. Die Farmarbeit hinterlässt ihre Spuren, weißt du? Hier also ein kleiner Tipp, Schatz. Ziehe die Pumpe aufs Dach, dann erledigt sie die ganze Arbeit für dich. Schau, du kannst eine Pumpe auf den Feldern mit einem Tropfen bauen. Ich weiß, Schwielen an den Händen stehen Männern genauso gut wie Narben, aber eine funktionierende Pumpe zu bauen wird knifflig. Du brauchst eine Pumpvorrichtung. So wertvolle Teile liegen nicht einfach auf der Straße herum, weißt du? Oh nein, nein, nein. Die hat sicher schon jemand gefunden und wahrscheinlich einen guten Preis dafür erzielt. Kennst du den hiesigen Händler? Du solltest seine Waren durchstöbern. Handpumpe. Handpumpe. Wo? Da, Handpumpe. Da muss ich die Handpumpe anschließen. Kommt raus, ihr. Aber wir nicht hier, ne? Das Problem ist, dass ich keinen Schrott mehr habe, um hier auch nur das Zeug zu machen, ne? Muss jetzt echt ein bisschen vorsichtiger sein mit meinem Zeug hier.
Also. Hier kommt die Handpumpe ran. Hier. Okay. Metallrohr, Pumpe, Bleche, Bohlen. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass ich hier sind überall diese Anschlüsse. Ja, vergiss es im Leben nicht. Ich brauche Schrott. Schrott, 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 Schrott. Was anderes kann ich hier echt nicht gebrauchen. Ah. Dass man aus den Blechen keine Nägel machen kann, ne? Das ist echt nervig. Also die Handpumpe tatsächlich, die haben wir ja, ne? Die habe ich ja irgendwo hingetan. Da. Die können wir schon einsetzen. Und ein Blech können wir auch schon einsetzen. Einzige, was wieder nicht funktioniert, ist der Schrott, ne? Die Kupferrohre und so weiter. Eigentlich die Kupferrohre, die Rohre halt, ne? Ja, da fehlen jetzt hier die 6 Rohre. Och, Menno. Ich glaube, wir machen heute mal Nachtangeln. Was haltet ihr davon? Guten Abend, Mike. Warte mal. Können wir hier was kochen? So. Wir machen gebackene Pilze. So, dann machen wir ein schönes Fischsteak. Und nochmal eine Heidelbeermarmelade. Und kräftige Suppen können wir auch machen. So. Siehst du, den Kaktus in der Wüste. Nun müssen wir gucken, wo wir das Essen jetzt lagern. Haben wir hier noch Platz drin? Da haben wir Platz drin. Du kommst nochmal da rein. Das muss ich jetzt leider auch erstmal da rein tun, genauso wie das Plastik. So. Das Blümchen kommt da noch rein. Und du räumst hier schön auf, ne? Immer schicki aufräumen, immer schicki. Die Angeln machen wir runter. Also Köder. Hatten wir noch Köder? Warte mal. Hatten wir irgendwo noch Köder rumliegen? Da. Ich mag auch kein Mensch essen, aber was soll's, ne? Bei mir im Kühlschrank ist noch Pilz. Hat der Platz? Ja. Das glaube ich dir gerne. So, hier, angeln gehen. Zack, angeln. Wir angeln jetzt erstmal ohne Köder. In der Hoffnung, dass wir mal ein bisschen Schrott kriegen. Yay. Jawolla! Huch. Dann wollen wir doch mal gucken, ne? Zack, zack und zack. Yay. Eine Muschel.
Yay. Weiter geht's. Immer schön weitermachen. Ein Mupfel. Ja, ein Mupfel auch. Zack. Zack. Und zack. Yay. Es ist wahrscheinlich wie bei Epic Chef. Langweilig das Angeln, aber ich brauche halt diesen Schrott. Es kommt nicht drum rum. Ah, ja. Noch eine Mupfel. Jetzt werde ich mal Mupfel sagen, Oma Lissi. Yay. Sehr schön. 9 Stück haben wir schon. Bei der Augsburger Puppen habe ich nicht so gesehen. Also ich weiß, dass es die gibt und dass es mit Dingspuppen ist, aber mit dem Walross. Eine Mupfel. Na gut. Das, jawohl. Das hätten wir schon längst machen sollen. Weißt du, mal irgendwie 10 Minuten irgendwie ein bisschen angeln. Ohne Köder. Yay. Hey. Yay. Manchmal geht es sofort und manchmal muss man tatsächlich noch warten. Ja, Plastik können wir, glaube ich, auf Sicht auch gebrauchen. Yay. Mupfel. Yay. Oh, was ist das? Ein Mikrochip. Natürlich, wir angeln einen Mikrochip. Warum nicht? Yay. Kann man auf sich die Dinge auch verkaufen, die man zu viel hat? Exeller? Yay. Oh, Plastik.